herzlich willkommen im wunderschönen Garching bei München. Ja, heute mal wieder eine Mietwohnung und diese würde ich Ihnen jetzt sehr, sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, packen wir's. Und wir starten. Diese wunderschöne Zwei-Zimmer-Wohnung erreichen Sie bequem über den Lift, welcher auf das jeweilige Zwischengeschoss führt. Und ja, hier in der Diele fällt einem natürlich sofort mal die Helligkeit ein, die diese Wohnung besitzt. Und wir haben hier auch gleich einen schönen großen Einbauschrank. Hier findet zum Beispiel die Garderobe statt. Und natürlich ist auch noch Platz für zum Beispiel den Staubsauger oder sonstige Sachen, die der Haushalt einfach so mit sich bringt und die man gerne verstaut. Was auch toll gemacht ist, wir haben hier keine Türe zum Wohnzimmer, sondern diese wurde weggelassen. Stattdessen hat man hier fast einen deckenhohen Sturz eingefügt. Also wirklich ganz, ganz toll. Das gibt der Wohnung natürlich auch noch etwas mehr Raum und Helligkeit und wie gesagt eine gewisse Leichtigkeit. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Der Parkettboden ist ein Stäbchenparkett. Dieser wurde komplett abgeschliffen und dann matt gekalkt. Auch sehr, sehr hochwertig, wie ich finde. Im Zuge der Renovierung wurden selbstverständlich auch neue Lichtschalter und Steckdosenverblendungen angebracht. Und hier geht es jetzt gleich rüber zur Küche. Die Küche ist zwar offen, aber sie ist dennoch separat in der Nische. Die Küche ist eben auch komplett neu. Wir haben einen Backofen, wir haben ein Ceranfeld mit zwei Herdplatten, eine Dunstabzugshaube, sehr viel Stauraum. Und was ich auch ganz besonders wichtig und toll finde, ist eine Spülmaschine. Nebenan haben wir noch einen freistehenden Kühlschrank. Hier sehen Sie auch, wie neu der ist. Da ist sogar noch die Folie drinnen. Wir haben sehr, sehr viel Platz und auf der Unterseite gibt es dann auch noch das Eisfach. Also für ein bis zwei Personen, denke ich mal, ist dieser Kühlschrank absolut ausreichend. Toll gemacht, auch mit den Farben, grau, weiß, schwarz, sehr zeitlos. Nebenan geht es dann gleich raus auf die Loggia. Da nehme ich sie jetzt gleich mit. Die Loggia hat eine angenehme Größe. Man könnte hier auch ein kleines Tischchen und zwei Stühle herstellen oder vielleicht einen kleinen Liegestuhl. Wir haben eine Ostausrichtung und wie Sie sehen, einen schönen Blick ins Grüne und vor dem Haus gibt es auch wirklich ausreichend Parkplätze. Das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Dann geht es weiter in das Schlafzimmer. Welches man auch über die Diele erreicht. Schlafzimmer hat auch eine angenehme Größe. Also hier findet auf alle Fälle ein Doppelbett Platz und auch ein kleiner Kleiderschrank. Das sollte auf alle Fälle machbar sein. Die Wohnung befindet sich übrigens im zweiten Obergeschoss. Ich glaube, das hatte ich noch nicht erwähnt. Und auch hier ein schöner Blick ins Grüne. Genau gegenüber geht es dann ins Badezimmer. Auch dieses wurde im Zuge der Renovierung komplett neu gemacht. Wie Sie schon sehen, von den Fliesen her gleicher Stil wie in der Küche. Alles sehr hochwertig. Was auch ganz toll ist, hier wurde ein anthrazitfarbener Handtuchheizkörper angebracht mit einem Chromventil, sehr, sehr edel. Und hier haben wir noch eine begehbare Dusche, auch
gelöst. Auch sehr schön gemacht mit der Rain Shower Dusche. Selbstverständlich hat man auch hier noch eine Handbrause mit dabei und hier eine große Glasscheibe. Also ich denke, man hat das Beste aus dem Bad rausgeholt, was man konnte. Es ist wirklich sehr geschmackvoll und stimmig. Auch von der Beleuchtung her sehr angenehm. Und was noch ganz toll ist, sie haben hier um die Ecke noch den Waschmaschinenanschluss. Also es würde sogar funktionieren, dass sie hier noch einen Trockner mit aufstellen. Das würde auch noch gehen. Handtuchhaken hier noch auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, also ein wirklich sehr, sehr schönes Bad. Zur Wohnung gehört noch ein sehr großes Kellerabteil und die Wohnung ist auch ab sofort verfügbar. Wenn Sie Interesse an dieser wunderschönen Wohnung in Garching bei München haben, kommen Sie sehr gerne jederzeit auf uns zu. Unsere Kontaktdaten sind unten eingeblendet. Wir freuen uns auf Sie, Ihr Hacker und Glas-Team.